Gigi und hallo meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich freue mich, wir machen ein brandneues japanisches Set auf, nämlich S9A und das nennt sich Battle Legion erst und dann Battle Region jetzt neu. Also nicht L, sondern R. Da gab es, weiß ich nicht, irgendwelche Übersetzungssachen. Auf jeden Fall, ja, Battle Region, also machen wir auf ein ganzes Display. Ich freue mich, Freitag erst in Japan rausgekommen und heute schon bei uns und natürlich auch im Shop auf ggcards.de. Also wenn ihr das auch haben wollt, checkt unseren Shop ab. Wir haben auch noch ganz viel Brilliant Stars und strahlende Sterne, natürlich das neue Set mit den Character Wares bei uns im Shop. Also checkt das ab, wenn ihr noch Lust habt. Es kommt in Wellen raus, wie ihr wisst. Und ja, da haben wir aber noch einiges da. Ja, dieses Set, ihr seht hier schon, Tornupto, Silvaro und auch Admurai. Das sind die Hisui-Formen, die sehen etwas anders aus. Wir sehen ja Axantor, auch ein neues Pokémon. Also wir sind hier komplett in Legend Arceus, das Hisui-Form von Baldorfisch. Ja, das ist praktisch das erste Set. Wird wahrscheinlich auch ein Teil von unserem Astral-Glanz-Set dann werden, was im Mai rauskommt. Und ja, hier haben wir auch wieder schöne Karten dabei. Wir haben Character Wares. Das ist ein Special Set. Ihr seht, das ist nämlich etwas kleiner, so ähnlich wie VMAX Climax oder das 25th Anniversary Collection Set. Und deswegen haben wir hier auch bloß 20, in Anführungszeichen bloß 20 Booster drin. Die Besonderheit hierbei ist, dass wir auch Sparkling-Pokémon mit dabei haben. Also ein völlig neuer Typus von Karte mit einem K gekennzeichnet. Und da bin ich echt gespannt, wie die in Real Life aussehen. Es ist so ein bisschen, man sagt, die werden so gehandelt als die neuen Farbenschock halt, ja, so die Amazing Wares sozusagen. Und ja, wir gehen einfach mal rein. Wie gesagt, ein Special Set bei den japanischen ist jetzt vielleicht ein bisschen sogar auch bei euch untergegangen, weil das natürlich jetzt zeitgleich mit Brilliant Stars bei uns rauskommt. Das war praktisch derselbe Tag, 25.02., dass das rauskam. Und hier haben wir eine schöne Holo-Karte, sehr cool. Oh, und dahinter, so ein Sparkling-Pokémon. Wir haben hier, das ist, glänzt sehr, wir haben hier so eine bestimmte neue Holo-Form. Das ist so ein Special-Holo-Pattern. Seht ihr das mit den Pokebällen? Die sieht sehr schön aus. Wow, die sind ja wirklich cool. Sind, glaube ich, auch nicht alle vertreten, wenn ich mich nicht irre, von diesem speziellen Holo-Foil sozusagen. Ja, ansonsten spannendes Set. Wir gehen jetzt endlich in die Region von Legend Arceus. Also wir sind jetzt voll dabei durch Diamond und Pearl, Legend Arceus. Gestern kam die neue Ankündigung, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, zu Gen 9, Karmesin und Purpur. Die Namen sind noch etwas, ja, gewöhnungsbedürftig. Hier ein Axantor und dahinter wieder so eine krasse. Und ihr seht schon in jedem momentan ein Holo. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass es wieder so ein Special Set ist. Das kennen wir schon, das Spiel Axantor, sehr cool. Und auch hier seht ihr wieder diese Pokebälle. Kann man das ein bisschen hier, genau, so ein bisschen sehen. Also allein deswegen lohnt sich, finde ich, das Set schon. Und auch, ja, wenn man jetzt das Spiel halt gespielt hat, das ist so dieses typische, wir haben mal keinen Glurak drin. Ich finde, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Wir haben schöne Character Wares. Und ja, wenn man das Spiel mag, Legend Arceus, dann ist das halt so das erste Set hier, wo wir die Charaktere kennenlernen. Und dann bei uns natürlich auch hier, sehen wir im Hintergrund, ne, den Kraterberg. Und ja, man kann halt auch wirklich direkt, wer es gespielt hat von euch, ne, seht ja auch gleich, man sieht auch direkt, wo man hier ist, auf welchen Wiesen, Damhirplex und so weiter. Also das ist schon ganz cool. GG, meine Freunde! Unser erster Vista, sehr cool, Silvaro mit einem sehr, sehr schönen Artwork. Und dahinter haben wir, okay, ein Noctu wieder. Also wir haben immer jeweils noch eine so eine coole Holo-Karte hinten drin. Das sind, heißt, also 20 Stück schon mal, 20 Booster haben wir. Das ist eigentlich echt cool. Da hat man dann schon einiges an Auswahl von diesen Special-Holo-Patterns, wie auch immer. Ja, wieder on point, das Centering, richtig schöne Karte, glitzert gut, gefällt mir sehr, muss ich sagen. Diese Vista-Karten sehen cool aus. Im V machen die auch nochmal so bestimmte Bewegungen, das ist auch ganz nice. So, ich schiebe das mal so ein bisschen rüber, dann seht ihr das auch besser. Ich hoffe, wir ziehen gleich noch die V davon, dann kann ich euch nämlich besser zeigen, was ich damit meine. Also, ja, generell, ich mag es total, diese japanischen aufzumachen. Einfach coole Print-Quality eigentlich weiterhin. Wir haben hier was Neues. Wir sehen jetzt schon die Sachen, die bei uns halt erst im Mai kommen und die Sets sind auch nicht so groß, wenn wir gucken, ne, 67 Karten, das geht dann eigentlich auch noch, wenn man das sammeln möchte. Und, wow, Leute, GG, das ist unsere Full Art und zwar Admurai in diesem Fall und dahinter noch eine Trainerkarte. Okay, das heißt, wir haben also hier für dieses Display unsere Full Art gezogen, okay. Und das ist keine so schlechte, finde ich. Also die sieht schon echt ganz cool aus hier, Admurai. Ja, cool. Freue ich mich. Wir hätten uns da eh überraschen lassen müssen, denn die komplette Liste kenne ich jetzt gerade auch nicht aus dem Kopf. Ich weiß gar nicht, was,
Wahrscheinlich Tornupto noch. Ja klar, dann gibt es halt noch die Rainbows, genau. Aber an sich, Admiral Full Art finde ich schon mal ganz cool. Sandring leider ein Ticken off. Ja, selten bei Japanischen. Das ist echt schade. Ansonsten gibt es ja auch noch ganz coole Rainbow. Wir haben ja auch Vista Rainbow-Karten. Das wäre natürlich der Oberhammer, wenn wir hier so eine Rainbow noch ziehen würden. Ich bin mir gerade nicht sicher, auf welchem Slot die genau liegen, ob wir da die Möglichkeit noch haben. Ja, also sehr cool hier die ganzen neuen Pokémon. Oh, GG, da sehen wir hier auch, ne? Läuft man hinterher mit dem Pokéball. Das sehen wir hier die verschiedenen ja, Öffnungen und so weiter. Ja, das ist immer ganz cool. So, ja, Miltank haben wir hier. Da sammeln wir auf jeden Fall, ja, viele Holos auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie viele Hits wir haben. Momentan zwei. Wir haben schon so ein paar, ja, aufgemacht. Schon länger her, dass wir die japanischen, also wie geht's, swippen hier mal so ganz gemütlich. Mirapla, weiß gar nicht, das ist ein Legend Arceus, das habe ich glaube ich nicht gesehen, warum das hier mit dabei ist. Und, ah, sehr cool, jetzt haben wir die V-Karte, meine Freunde. GG. Und dahinter, yeah, Rosana, Hallöchen in dem coolen neuen Holofoil. Also Leute, das sieht wirklich noch in echt auch nochmal um einiges cooler aus als wahrscheinlich jetzt auf dem Video. Und jetzt können wir hier sehen, das ist echt eine coole Poseform der Hisui Silvaro Form. Und die gefällt mir echt gut. Wenn wir die jetzt nebeneinander legen, haben wir hier halt, ja, unsere beiden Silvaro-Sachen. Finde ich sogar ganz cool mit dem roten. Schön, dass wir die gezogen haben. Freue ich mich. Haben wir jetzt drei Hits, noch ein paar Booster auf der rechten Seite. Ach ja, das ist doch schön. Mal gucken. Also, ja, wenn wir jetzt so zu strahlenden Sterne gehen oder Brilliant Stars, da sind ja die Pre-Rates sehr, sehr stark. Gerade durch die Trainer Gallery, ne, kann man sehr gute Sachen auch ziehen. Und ja, mal gucken, wie sich das dann weiter fortsetzt hier bei uns. Absol einmal und dahinter, boah, Leute, guckt euch das an, auch dieses Artwork dazu. Das passt echt richtig gut mit diesem blauen, ja, Pattern. Hammer. Richtig coole Sache. Ja, ansonsten, wie sieht es bei euch aus? Von den japanischen Sachen, macht ihr da auch gerne was auf? Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder auch bei Brilliant Stars. Wie steht ihr vor allem zu den Character Rares? Wir hatten ja jetzt im letzten keine bei Starbirth. Das heißt, das ist ja wieder ein Special Set, ne? 9A, wenn wir gucken. Special Set. Und da haben wir wieder ein paar Character Rares drin, ne? Unter anderem Misty und so weiter. Dann haben wir ja, so ein paar neue Formen hier von Dummitear, Axanthor und so weiter drin. Myriador, glaube ich, ist auch mit dabei, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das heißt, wir kriegen halt weiterhin Character Rares. Also, wie findet ihr das? Eigentlich ganz nice oder findet ihr, das ist zu viel? Würde mich echt mal interessieren. Scalabra und ui, GG, Leute, da ich habe es gerade angesprochen, nämlich mit Axanthor, unsere erste. Und die liegt also auf dem hinteren Slot. Gut zu wissen. Also ist die Möglichkeit da, zwei in einem Booster zu haben. Also eine Character Rare und davor noch eine Full Art oder eine V, was auch immer. Cool, wir gucken uns das gleich an. Und vor allem interessiert mich jetzt auch das Centering. Ah, ja, also wenn ihr guckt, seht ihr, dass rechts ist leider ein bisschen breiter als links. Also ganz bisschen off-center, was schade ist, weil sonst waren die echt immer on point. Ah, ich hoffe, das kriegen sie nochmal hin, dass die Printqualität nicht weiter leidet hier von denen. Aber ansonsten trotzdem richtig schöne Karte. Ja, dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch so haben. Wir sind gleich bei der Hälfte schon angekommen. Wir gehen hier ganz gemütlich durch. Mirapla, Daleo. Oh, jetzt nicht spoilern, meine Freunde. Das wollen wir nicht. Dann haben wir Tornupto V. Cool, den wollte ich euch auch zeigen. Das ist ein ganz starkes Artwork. GG, Leute. Also, wenn ihr euch das anguckt hier mit den Flammen, wir sind jetzt hier im Geisttyp. Das sieht schon echt mäßig aus, ey. Wow. Ja, und dahinter noch ein Pfiffchen. Sehr cool. Also. Ein Feuerwerk an Hits, meine Lieben. Wir sind hier praktisch erst auf, ja, wir sind erst in der Halbzeit sozusagen und haben jetzt hier schon die Silvaro-Form komplett und fangen jetzt gerade auch noch an mit Tornupto. Vielleicht sehen wir ja auch noch ein Tornupto Vista. Also sehr, sehr spannend. Oh, der geht gar nicht gut auf. Ich versuche den mal. Ja, möchte nicht. Ah ja, vielleicht von hier. Dann kann man das Booster vielleicht so ein bisschen noch aufheben. Ja, perfekt, weil ich sammle auch gern. Immer mal so ein Booster, was dann praktisch so noch, ne? Perfekt. Sieht noch ganz cool aus. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ich finde es immer ganz cool, noch so ein Booster zu haben, wenn man die aufgemacht hat. Gut, gehen wir mal weiter hier mit Rizeros. Dann sehen wir hier die Urform Sychlor und dann kommt ja das neue Axanthor. Ja, die Pokémon von Legend Arceus. Dann haben wir wieder einen Trassler. Dann haben wir hier unsere neue Stadt aus dem Spiel. Und dahinter, ah, okay. sogar die gibt es mit dem Pattern. Sehr cool. Also sieht alles,
sehr, sehr nice aus. Macht auf jeden Fall Spaß, so als Special Set, ja, das Ganze öffnen. Goldkarten haben wir auch wieder mit dabei. Wir haben, das wäre natürlich cool, dieses Atmurai als Goldkarte. Ist allerdings nicht shiny leider. Also es ist jetzt leider gebrochen, dass die Goldkarten noch alle shiny sind. Ist ein bisschen schade. War beim letzten Set schon so. Bei Starbirth wird jetzt leider fortgeführt. Finde ich schade, weil diese Gold-Shinies, ja, hatte irgendwie was. Ja, das war schon echt ganz cool. GG, Leute, da habe ich gerade von gesprochen. Da ist Atmurai in der Vista. Noch nicht als Gold, aber in der Vista. Und dahinter nochmal ein spezielles Holo-Pattern. Und jetzt gehen wir hier schon die Hüllen aus, weil wir hier echt viel einhüllen. Mann, das ist cool, Leute. Das macht echt Spaß zu öffnen. Also, wenn ihr könnt, gönnt euch das. Sehr, sehr cooles Display auf jeden Fall. Ihr seht ja schon, was wir hier an Hits schon wieder mitgenommen haben. Wir haben jetzt mittlerweile 6 Stück. Und ja, ich denke mal, so eine Character-Ware, ich weiß gar nicht. 2 hat man bestimmt in so einem Display drin. Und ja, dann mal gucken, was da noch so kommt. Und jetzt auch schon 2 V-Stars. Also, das ist auch ganz cool, dass man anscheinend 2 V-Stars schon in so einem Display hat. Und dann machen wir mal weiter. Okay. Oh, und unsere zweite... Nee, ist das unsere erste? Nein, das ist unsere erste Sparkling-Karte, meine Freunde. Heatwin als Sparkling. Und da seht ihr nämlich unten diese neue Rarity, nämlich K, was ich angesprochen hatte. Und die sieht... Ja, ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Die hat so ein bisschen Struktur, so Karo-mäßig sieht das aus. Oh, dahinter haben wir noch ein schönes Sichlor. Ich gucke sie mir jetzt mit euch nochmal genau an. Das ist ja das erste Mal, dass wir so diese neue Art der Sparkling-Karte sehen. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen einfangen. Wir haben so eine Textur so ein bisschen drauf. Das sieht fast aus wie so ein bisschen die Goldstars damals. Also wir haben praktisch hier dieses Blaue. Da ist keine Struktur. Und wir haben aber, das Pokémon an sich hat eine leichte Struktur drauf. Plus, ja, also wir sehen wirklich diese Struktur. Und wir haben dann das, was unten ist, diese Karos. Also die ziehen sich praktisch auch über diese Struktur. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Haben aber nicht nur die Karos wie unten, sondern noch normale Strukturen. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich jetzt versucht habe, sehr kompliziert zu erklären, was ich meine. So, also unsere erste Sparkling-Karte. Ich glaube, viel mehr gibt es auch gar nicht. Lass mich aber auch gerne eines Besseren belehren. Dann haben wir Heatran gezogen. Ja, okay, Quajutsu hätte ich ganz gerne euch gezeigt. Eine ganz coole Karte. Resaldero ist so, miau, ja, also, ja, ist okay, aber man würde euch halt gerne Quajutsu zeigen, so als, als Sparkling-Karte. Jo, dann haben wir, oh, ein süßes Giflor. Guckt euch das an, das ist ein schönes Artwork. Und dahinter Kaifu, alles klar. Ach, das ist echt, also auch diese Artworks wieder, es macht echt, es macht Spaß, Leute. Es ist halt, muss man sich drauf einlassen, das ist jetzt wirklich Legend Arceus, ne, hauptsächlich wird jetzt thematisiert. Aber ihr merkt ja auch schon, da Gen 9 angekündigt wurde, ich sag nur Quarks. Ja, sind wir langsam, muss man auch wirklich sagen, Schwert und Schild neigt sich dann in diesem Jahr auch dem Ende zu. Und dann geht's weiter mit Karmesin und Purpur. Okay, jetzt haben wir sogar die erste Doppelte. Ha, schade, die haben wir nämlich, glaube ich, schon gezogen hier. Und, ja, den Leo noch nicht. Sehr cool. Und das ist noch so ein weiterer Punkt, warum ich die japanischen feiere. Ich weiß, ich sage das wahrscheinlich bei fast jedem Opening, aber dass wir wirklich mit einem Display schon wirklich den Großteil aller Karten abgedeckt haben. Und das ist echt richtig schön auch, ja. Dass man da, ja, sage ich mal, schon fast das ganze Set voll hat. Und ein Starmie V. Und noch dahinter die Weiterentwicklung von Dummyplex, nämlich Dummytier. Sehr cool, hier mit dem Trainer im Hintergrund. Das ist cool, das ist ja unser Reit-Pokémon, darauf reiten wir ja in Pokémon Legend Arceus. Sehr schöne Karte. Ja, und vom Centering, ja, wieder so ähnlich wie unten Axantor. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt haben wir langsam schon so viele Hits, dass ich die hier gar nicht mehr raufbekomme. Leute, Wahnsinn, was haben wir denn jetzt? Jetzt hatten wir nämlich einen Booster und das hat jetzt halt sogar doppelt gehittet. Das ist echt cool. Ja, also ihr seht, ja, für so ein japanisches Display, wir haben jetzt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hits. Also das ist wie wirklich wieder so ein Display, wo man relativ viele Hits, ich zähle jetzt die Sparkling natürlich mit als Hits und dann auch die Character Wares, ja, das ist klar. Kann man, finde ich, aber auch, weil das sind echt coole Karten, die sind schön. Und ja, das ist Wahnsinn für 20 Booster und wir sind ja nicht am Ende. Und dahinter, okay, nur ein Kerzchen, alles klar. Zack. Und ja, dann könnte das natürlich sein, wenn das so weitergeht bei Astralglanz, dass wir da ähnlich gut sind wie bei Strahlende Sterne. Ja? Wenn man dann auch wieder eine Trainer Gallery mit denen noch hat und verschiedene Sparkling-Pokémon da drinne, das wäre natürlich richtig cool. Hut, Hut, unsere Trainerin, ein Noctu, ein schönes. Eieiei, okay, eine neue Holokarte. Und dahinter nochmal unser schönes Dorf, Jubelstadt in
dem neuen Holo-Pattern. Jawohl. Ja, Leute, wir haben noch, was haben wir noch? Drei haben wir. Ich sag schon mal, ja, danke, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, wir haben noch drei, aber es ist echt ein cooles Set. Gefällt mir schon sehr gut. Ich hoffe, ich kann euch vielleicht noch irgendwie, was haben wir? Na, zwei Vista haben wir schon gezogen. Tornupto Vista wird schwierig. Aber wir haben Tornupto V gezogen. Einen der schönsten Artworks eigentlich. Das wollte ich euch auch zeigen. Und noch eine V-Karte. Wahnsinn. Und dahinter unser Bienchen. Alles klar. Wow, okay, also krass, was man hier in einem Display anscheinend zieht für Karten. Das ist ja Wahnsinn. Aber noch keine Character Super Rare, weil sowas wie Misty oder so ist ja eine Character Super Rare. Also das ist ja eine V-Karte, eine Character Rare mit schwarzem Rand und V haben wir jetzt noch nicht. Aber die sind anscheinend auch gar nicht so leicht zu ziehen. Miltank und dahinter GG, unsere dritte Character Rare im vorletzten Booster. Oh, das ist echt richtig schick hier im Wald. Sieht super aus. Und hier ist das Sandring mal wieder. Ja, doch, hier ist es etwas besser auf jeden Fall. Ja, also anscheinend bewahrheitet sich das auch. Eine Sparkling pro Display. Das ist in dem Fall Heatran. Ja, auch in Ordnung. Ist bei 2, 4, 5, 6, 7, 8. Alter, was? 11 Hits, Leute. Also dann praktisch in jedem zweiten Booster war irgendwas Krasses drin. Das ist unser letztes. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr was braucht, wie gesagt, ggcards.de, strahlende Sterne, kommt immer wieder in Wellen rein. Ja, Battle Region ist natürlich da, VMAX, Climax, alles da, ggcards.de. Und jetzt gucken wir. Nee, das war sie noch nicht jetzt. Was ist dahinter? Ah, ein Dummy-Tier. Und wir beenden das Opening mit. Okay, einer normalen Karte. Das heißt, wir sind bei 11 Hits jetzt geblieben. Ich zeige euch nochmal schnell die Sparkling-Karte. Das war nämlich Heatran. Das hatten wir hier. Dann haben wir unsere ja, Full Art sozusagen, Admurai und unsere drei schönen Character Wares. Einmal Axanthor, Dummy-Tier und unsere Freunde im Wald. Sehr schön. Roserade und Co. Das war's erstmal. Vielen Dank. Schreibt mir gerne mal rein, wie ihr das so findet. Mal ohne Glurak, wirklich thematisiert bei oder auf oder für das Game Legend Arceus sozusagen. Würde mich wirklich interessieren, wie ihr das so einschätzt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Opening. Höchstwahrscheinlich dann strahlende Sterne. Bis zum nächsten Mal. GG und ciao.